Worauf basiert Motivation? Es gibt nur zwei Wurzeln für Motivation. Was immer ihr und ich tut, tun wir aus Liebe oder aus Angst. Es gibt kein anderes Motiv. Wo Angst ist, ist niemals Liebe. Wo Liebe ist, ist niemals Angst. Warum arbeitest du eigentlich? Herzlich willkommen und viel Inspiration mit Dieter Lange. Recht herzlichen Dank, dass das eigentlich mit einer kleinen Pause kam. Natürlich, jedem von uns liegt auf der Zunge, auf diese Frage zu antworten mit einem Motivbündel: Ich arbeite, um zu leben. Manche leben, um zu arbeiten. Das sind die, die in allen Gebieten ansonsten versagt haben. Workaholics, für die Arbeit das letzte Refugium ist, in dem sie noch bestehen können. Viele sagen, einer Belohnung wegen. Andere wieder, um einer Bestrafung zu entgehen. Fehlende soziale Anerkennung zum Beispiel im Sozialkreis. Nun, im Grunde genommen tun wir das allerdings alles nur um zu. Und damit auf die Zukunft bezogen, auf ein fernes Ziel und verpassen den Moment. Das eigentlich soll bedeuten, das mir zutiefst zugrunde liegende Motiv. Ich nehme es vorweg, ihr kennt es alle und habt es vergessen. Ich erlebe das in jedem Seminar. Darum brauche ich diese 18 Minuten bitte, um das herzuleiten. Schauen wir uns zunächst einmal die Welt an, in der die meisten von uns leben. Die sogenannte VUCA-Welt, hochvolatil, uncertain, komplex und ambivalent. Ich bleibe hier bei diesen englischen Begriffen. Es hilft manchmal, wenn man eine andere Sprache nutzt, weil die deutschen Begriffe nicht im Kopf bleiben. Also es ist was anderes, wenn ich sage, carpe diem. Als wenn, du nutzt doch mal deinen Tag. Ja, ja, mache ich. Love it or leave it klingt anders als, ja Mensch, also mach es jetzt oder hör auf. Das bleibt nicht. Ja, deswegen bitte nicht böse sein, wenn ich auch heute ein wenig in andere Sprachen abdrifte. 80%, sagt uns die Presse vor kurzem, sind Krankmeldungen psychisch bedingt. Wir haben eine exponentielle Entwicklung bei Depressionen. Burnout betrifft ungeheuer viele. Ich erlebe das in Einzelcoachings sehr, sehr viel. Die Leute outen sich, trauen sich das inzwischen. Viele nicht, viele arbeiten bis zum Umfallen. Aber für all das gibt es einen Grund. Aus meiner Sicht, meiner Erfahrung der letzten Jahre, hat es genau zwei Gründe. Der erste, die Sinnhaftigkeit des Tuns ist verloren gegangen. Das Herzblut für Sacré im Französischen ist nicht mehr da. Werkstolz für das, was wir tun, von wenigen erlebt. Viele sagen mir, wir produzieren Zahlen. Viele Unternehmen sind kennzahlengetrieben, es geht um Quartalsergebnisse. Die Leitplanken sind zunehmend obsolet, langfristige Planung kaum mehr durchführbar. Und die Sinnhaftigkeit ist für die meisten verloren gegangen. Firmen arbeiten in Silos. Jeder versucht, sein Silo möglichst optimal aufzustellen. Das sind die Säulen des Tempels. Das sind die Ziele im Unternehmen. Jedes Ziel hat Ort, Zeit und Form. Zum Beispiel, wir verdoppeln den Umsatz mit dem 3er BMW in Schweden bis Ende 2018. Dann hast du den Ort Schweden, die Zeit 2018, die Form 3er BMW. Alle Ziele haben Ort, Zeit, Form. Aber wer fragt eigentlich nach dem Dach des Tempels? Das, was die Menschen wirklich bewegt. So ihr es nicht fühlet, werdet ihr es nie erjagen, lesen wir im Faust. Wer die Herzen der Menschen gewinnen will, braucht sich um die Köpfe nicht zu sorgen. Aber gewinn erstmal die Herzen. Das geht aber nicht über Zahlen. Chamfort ruft uns zu, in der Leidenschaft lebt der Mensch, in der Vernunft existiert er nur. Könntest du für deine Firma sagen, was das Dach des Tempels ist? Nicht die Ziele im Unternehmen, der Kontext, der übergreifende Handlungsrahmen, im Englischen overarching purpose, common shared goal, das, was die Welt im Innersten zusammenhält, das Eigentliche des Unternehmens. Wunderbares Beispiel in der Literatur Saint-Exupéry. Es geht nicht darum, Segelschiffe zu bauen.
Arbeiter einzustellen, Werkzeuge zu verteilen, sondern die Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer zu lehren. Was wäre das in deiner Firma? Große, erfolgreiche Konzerne haben diesen Kontext. Deutsche Übersetzung, übergreifender Handlungsrahmen. Der Nordstern des Unternehmens, Boeing zum Beispiel, Building a Legend, Great People Putting It Together. Das ist natürlich verlaufsoffen, aber geht ans Herz. Harley Davidson verkauft keine Motorräder. We sell you dream ist das Produkt. Eine Frau kauft keinen Lippenstift, sie kauft Schönheit Hoffnung. Bei Vella gibt es keine Shampoos haarfestiger Tönungen. Vella-perfectly you. Das ist die Aussage. Johnson & Johnson, der beliebteste Arbeitgeber der USA, The Care Company. Die stellen nicht nur Care-Produkte her, also Körperpflege und Haushaltsreiniger, sondern die kümmern sich auch wirklich um die Menschen. In Deutschland, 20.000 Blindbewerbungen, glaube ich, sind es pro Jahr, gar keine Stelle ausgeschrieben beim beliebtesten deutschen Arbeitgeber BMW. Freude am Fahren. Das geht ans Herz. Nur ist das etwas völlig anderes als technokratisch Vorsprung durch manipulierte Technik. Ja, besser Folgeauftrag verlieren als auf guten Gag verzichten. Also, wir lachen darüber, wir wundern uns, warum es die Firma nicht bietet. Wer Leistung will, muss heute Sinn bieten, gerade in der Generation Y, die 20- bis 35-Jährigen. Deren Kriterien, ich höre das immer wieder, wenn ich High-Potential-Seminare mache, warum gehst du zu einer Firma? Platz 1, Sinnhaftigkeit des Tuns. Platz 2, Spielraum wird mir gewährt. Auf Platz 3, die soziale, kulturelle Art des Umgangs. Platz 4, Weiterbildung. Was tut meine Firma für mich, um mich weiterzubilden, dass ich auch in 3-4 Jahren noch marktgängig bin? Gehalt steht auf Platz 9 oder 10. Fragt man Führungskräfte, wenn High Potentials gegangen sind, sagen 85%, ja, woanders hat er mehr Geld bekommen. Das stimmt nicht. Menschen verlassen nicht die Firma. Menschen verlassen ihre Vorgesetzten. In einigen großen Konzernen führe ich sogenannte Exit-Interviews, weil mir sagen die Leute, warum sie wirklich gegangen sind. Und das ist hochinteressant, das hat mit Geld selten zu tun. Also, was ist das eigentliche Motiv? In einer Welt, wie uns die Gallup-Studie sagt, nur noch 13% der Mitarbeiter hoch engagiert sind, mit ganzem Herzen dabei sind. 25% arbeiten passiv-aggressiv, quasi schon gegen die Firma, lassen sich nur nichts anmerken. Der Rest in der Mitte arbeitet mit freizeitorientierter Schonhaltung. Also, wir müssen konstatieren, hier fehlt viel. Motivierung brauchen wir immer da, wo der Sinn verloren gegangen ist, sonst nicht. Worauf basiert Motivation? Es gibt nur 2 Wurzeln für Motivation. Was immer ihr und ich tut, tun wir aus Liebe oder aus Angst. Es gibt kein anderes Motiv. Wo Angst ist, ist niemals Liebe. Wo Liebe ist, ist niemals Angst. Schauen wir uns das an in einer Entwicklung, einer Entwicklung, die der Mensch durchaus durchlaufen kann, wenn es zum Thema kommt. Warum arbeitest du eigentlich? Nun, der erste Grund, fragen wir Menschen in der dritten Welt zum Beispiel, werden die sagen, für Sicherheit, Certainty. Körperliche Unversehrtheit. Wir leben in einem Sozialstaat, wir werden nicht hungern müssen, Dach über dem Kopf haben, nicht frieren müssen und nicht verdursten. Für uns ist das gegeben. Der Mensch in der dritten Welt wird schlicht überleben. Der Clochard unter der Brücke will überleben in Menschenwürde. Der Arbeiter am Band will überleben mit Konsum. Der Angestellte, der Selbstständige will überleben im Luxus. Ist das also gegeben und für jeden von uns ist das gegeben, streben wir nach der nächsten Ebene. Gemäß Polaritätsgesetz ist nichts ohne sein Gegenteil wahr. Das Gegenteil ist Uncertainty. Jetzt wirst du als logisch denkender Mensch sagen, ja halt, Moment mal, was denn jetzt? Das oder das? Nein, im Leben gilt nun mal sowohl als auch. Grönemeyer, nichts ist wirklich wichtig, nach der Ebbe kommt die Flut. Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen. Wir suchen Thrill, wir suchen Angstlust, sagt die Psychologie. Wir wollen Herausforderungen, auch das wird für euch gegeben sein. Danach strebst du nach Signifikanz.
Jetzt willst du jemand Besonderes sein in deinem Beruf. Du willst vorn sein, biologisch simpel begrenzt durch die Reproduktionsambition. Du willst jemand ganz Besonderes sein, du willst vorn sein und dazu sammelst du eine Menge Prothesen deines Selbstwertgefühls. Dazu gehören alle Titel, die Vorzeige gegen das Vorzeigeauto. Überleg einfach mal, warum du kaufst, was du kaufst, wenn du ehrlich bist. Du willst Menschen imponieren, die du im Grunde nicht magst. Darum kaufen Leute vom Geld, das sie nicht haben, Dinge, die sie nicht brauchen, um Leuten zu imponieren, die sie nicht mögen. All dies sind Ego-Trips. Unser Ego, ich darf es kurz definieren, Ego ist immer der Verstand, der um sein eigenes Überleben kämpft. Entsprechend Egoismus, alter Mafiaspruch, besser deine Mama weint, als dass meine Mama weint. Ja? Und auf diesen drei Ebenen haben wir es immer mit einem Motiv zu tun, nämlich Angst. Angst, das Leben ist nicht sicher. Angst, das Leben ist langweilig. Angst, ich zähle nichts in den Augen anderer. Mach dir nichts vor, nur das treibt dich. Macht sucht, wer Ohnmacht spürt. Das Wort wichtig basiert etymologisch auf dem Wort Wicht. Also für alle, die nach Wichtigkeit streben und nach Signifikanz, immer ehrlich sein, warum strebe ich danach? Darum sagt Goethe, es irrt der Mensch, solange er strebt. Das Mantra auf diesen drei Ebenen lautet, mehr ist besser. Höher, schneller, weiter. Das kartesianische Paradigma, von dem wir uns allerdings mal langsam verabschieden müssen, weil das Leben läuft nicht linear. Lineares Wachstum muss ins Ausführen und wir zahlen vor allen Dingen dafür einen unglaublichen Preis. Der Vorteil ist, gehabt zu haben, befreit vom Haben müssen. Ich habe überhaupt nichts gegen Luxus. Weil wenn du durch das Thema durch bist und du merkst, auch das hat es nicht gebracht, dann kannst du es eher loslassen, als wenn in deinem Kopf immer noch der Traum ist, wenn ich erst das und das und das habe. Gehabt zu haben, befreit vom Haben müssen. Die Stones auf dem ersten Zenit ihrer Karriere, in England unbeliebt gemacht, gingen in eine Villa in die Côte d'Azur, schrieben dort neue Songs und der erste Song, den sie schrieben, war I Can Get No Satisfaction. Weil sie haben sich zusammengesetzt und haben darüber diskutiert, wir sind jetzt wer? Wieso sind wir immer noch unzufrieden? Nun, viele Menschen begreifen an genau dieser Stelle, da muss es um mehr gehen im Leben. Die Raupe kann zum Schmetterling werden. Leider verbessern Firmen immer nur die Raupe durch Change-Prozesse. Es ist immer mehr vom selben. Goethe sagt dazu, getretener Quark wird breit, nicht stark. Durch Change-Prozesse wirst du immer erleben, dass das Ganze, was übrigens viele Menschen davon abhält, ihren eigenen Job zu machen, 72% aller Change-Prozesse scheitern. Das hat einen Grund. Der Leidensdruck ist nicht groß genug und die Begeisterung für ein neues Ziel ist nicht gegeben. Die Story stimmt bei vielen Change-Prozessen nicht. Ich habe da fast jeden Tag mit zu tun. Aber die Raupe wird glitzernder, länger, produktiver, keine Frage, hocheffizient, auch keine Frage. Fusion, Doppelraupe. Aber es wird kein Schmetterling daraus. Das bedeutet, hier braucht es eine Transformation über die alte Form hinaus. Einen qualitativen Schritt. Und das nennt Goethe, solange eine Reise nach außen nicht auch eine nach innen wird, ist der Durst nie gestillt. In der Bibel lesen wir dazu, das Königreich ist inwendig in dir. Sucher suchen, Finder finden. Und deswegen ist diese Welt gewidmet dem inneren Wachstum, Inner Growth. Wenn dieses innere Wachstum zu einem Kulminationspunkt kommt, hier ist Geben seliger denn Nehmen, Living is Giving, dann bist du in der Lage, anderen Menschen etwas zu geben, Tribut zu zollen, Contribution. Und auf dieser Ebene ist nicht Angst, sondern Liebe das, was dich treibt im Leben.
Und hier handelt es sich um Selbstverwirklichung. Das ist kein Ego-Trip, das ist ein Weg. Wunderbar dargestellt im Wall Street Film 2, um mal kurz hierauf zurückkommen zu dürfen. Michael Douglas kommt ja jetzt aus dem Gefängnis, er hat ja betrogen und sein Schwiegersohn in spe kann sich an ihm nicht orientieren. Er orientiert sich an einem Hedgefondsmanager, millionenschwer, der will sogar, dass der junge Mann für ihn arbeitet. Und dann fragt dieser junge Mann ihn, what's your number, was ist deine Zahl? Der Millionär sagt, was meinst du damit, was ist deine Zahl? Wie viel ist genug? Wie viel musst du haben, um einfach nur freudig, zufrieden, in Liebe zu leben? Da schüttelt der zigfache Millionär nur den Kopf und antwortet, more. Ja, das ist das, wo diese Menschen hängen bleiben. Darum geht es. Denn was nützt es, wenn ich die Welt gewinne, doch meine Seele Schaden nimmt? Und die höchste Ebene, die wir erreichen können, ist, wenn wir das Menschsein verwirklicht haben, das nennt man Human Being. Und unsere Antwort, warum arbeitest du eigentlich, muss natürlich von hier kommen. Solange du etwas tust, um zu, lebst du am Leben vorbei. Hier wird der Weg das Ziel. Die Freude liegt im Tun an sich. Du fährst auch nicht Ski, um wieder im Lift zu stehen. Ja? Hier erlebst du wieder Werkstolz. Du gehst in deiner Arbeit auf. Das sagen wir über Kinder. Ihr müsst werden wie die Kinder, ihr ist das Himmelreich. Denn Kinder haben hier die Antwort. Und ihr alle kennt diese Antwort. Ihr habt sie nur leider vergessen. Aber auf der ganzen Welt antworten Kinder an dieser Stelle mit demselben Wort. Kurze Herleitung nochmal, dass ihr einen Moment zum Nachdenken habt. Sein oder nicht sein, nur das ist hier die Frage, sagt Shakespeare. Goethe formuliert es so, und bist du nur ein trüber Gast auf dieser Erde, solange du es nicht hast, dies stirb und werde. Die Dominanz des Egos muss zurücktreten, damit du überhaupt sein kannst. Es geht nicht um Haben oder Tun, es geht um Sein. Mensch sein, wieder Mensch sein. Das ist uns wunderbar vermittelt in dem Satz von Hölderlin, wohin gehen wir? Immer nach Haus. Und wir finden es natürlich im Erkenne dich selbst und darunter steht ein Imperativ, der Sinn des Lebens. Das ist die einzige Frage, die ihr und ich je beantworten müssen. Wer bin ich? Erkenne dich selbst, dass du das gar nicht bist. Darunter steht ein kleiner Satz, werde der du bist. Da sagen die meisten, Moment mal, ich weiß schon, wer ich bin. Ja? Deutscher Katholik, Bayer. Banker, Bayern München Fan, Bergsteiger, Biertrinker. Nein, das bist du nicht. Das ist deine Persona. Persona heißt Maske. Das sind die Rollen, die du spielst. Das bist du. Und alle Heldenreisen, ob das der Parsival ist, ob wir es im Alchemisten lesen, kommen irgendwann dort an, wo sie immer schon waren. Wenn der Kreis sich geschlossen hat und die Antwort aller Kinder auf der Welt heißt darum, aus Freude am Tun, kein anderer Grund. Das ist die intelligenteste Antwort auf diese Frage. Because im Englischen, parce que im Französischen, porque im Spanischen. Ja? Wir alle haben sie gewusst, als Kinder haben wir geantwortet, darum, aus Freude am Tun, was soll diese Frage? Und dieses Selbst-Verständnis müssen wir wieder gewinnen. Wir müssen wieder Freude auf dem Weg haben. Der Weg ist das Ziel. Nichts gegen Ziele, setzt den Handlungen in Gang. Aber die Freude liegt nicht im Ankommen. Sie liegt immer auf dem Weg. In Karajans Worten, wer all seine Ziele erreicht hat, hat sie zu niedrig angesetzt. Aber Leben ist immer dort, wo du noch nicht warst. Alles andere ist Wiederholung. Es lohnt die Frage, worauf bin ich eigentlich die Antwort in dieser Firma? Es lohnt mal zu überlegen, wenn ich die Ziele im Leben als Kapitel des Buches sehe, wie heißt der Titel des Buches meines Lebens? Ist immer frappierend in Coachings, dass die meisten das nicht beantworten können. Worum soll es in deinem Leben eigentlich gehen? Wunderbar vermittelt, und das soll mein Schlusssatz sein, in allen Heldenreisen, ich nehme an dieser Stelle die Odyssee, Troja gewonnen, Odysseus, sein Heimweg nach Ithaka. Und Konstantin Kavafis hat das in einem herrlichen Gedicht verewigt.
Wenn du aufbrichst zur Reise nach Ithaka, so bete, dass ein weiter Weg es werde, voller Umschwünge, voller Einsichten. Besser die Reise dauert viele Jahre Lauf und auf der Insel ankerst du als Greis, an allem, was reich, was auf dem Wege du erwarbst, niemals erwartend, dass dir Reichtum schenke Ithaka. Ithaka schenkte dir die schöne Reise. Zu ihr allein bist du hinausgefahren. Findest du es arm, Ithaka trug dich nicht. So weise, wie du wurdest, erkanntest du nun wohl, was Inseln Ithaka im Leben bedeutet. Der Sinn und Zweck jeden Erfolges ist, to grow and contribute. An seinen Aufgaben zu wachsen und einen Beitrag zu leisten in einer Welt, in der wir leben möchten. Das durfte ich hier jetzt gerade vollziehen. Und ich wünsche euch für den Rest eurer Reise durchs Leben, an dem ich jetzt wenigstens für 20 Minuten teilnehmen durfte, viel, viel Freude. Dankeschön. Danke. Danke. Danke sehr. Vielen Dank. Danke fürs Zugucken. Besuch uns doch auch mal auf unserer Webseite. Dort findest du alles weitere über Gedanken tanken. Hier findest du die aktuellste Playlist. Hier findest du ein Video, welches besonders gut zu dir passt. Und hier kannst du den Channel abonnieren, kostenfrei, damit du kein weiteres Video mehr verpasst.